Wunderschönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich befinde mich hier, glaube ich, gerade beim, ja, ich würde sagen, Trash-Promi-Event des Jahres. Hier ist wirklich alles da, was Rang und Namen hat. Leute aus dem Dschungelcamp, Adam sucht Eva, Ex on the Beach, Temptation Island. Ich werde hier die ganzen Promis mal fragen, wie hoch denn ihr Bodycount ist. Wir sind gerade mitten in Berlin. Das ist die Release-Party vom lieben Erik. Der bringt jetzt auch Musik raus, habe ich gehört. Wir werden uns das Ganze alles anhören. Digga, Real Talk. Gar kein Front an die Leute, die im Dschungelcamp und so sind, aber das sind für mich keine Promis, ne? Das sind für mich keine Promis. Ich will jetzt nicht unhöflich sein, aber es sind keine Promis. Vor allem werden wir jetzt mal reinhören, mit wie vielen Leuten die Leute denn hier auf der Party schon Sex hatten in ihrem gesamten Leben. Mein Name ist Marc Eggers, Carsten hinter der Kamera. Wir geben jetzt Gas. Auf geht's. Hallo. Für wen sind Sie hier? Fatsch. Fatsch? Fatsch. Wegmachen. Fatsch, wegmachen. Dann gehen Sie weiter. Für Marc Eggers natürlich. Für Marc Eggers. Oh, Sie sind aber auch schon ein bisschen sexy. Oh, vielen Dank. Die ist mega, ne? Ich finde die mega. Kann man so sagen, ne? Wir brauchen nachher ein Foto, meine Kinder lieben dich. Oh, und dann geht's aber auch wieder ganz schnell bergab. Es geht so schnell bergab. Kinder, ich liebe die Mama von den Kindern. Fresh Dina. Fresh Dina. Ey, hier haben alle so Künstlernamen. Ich bin nur Marc. Ja, und ich bin die Fresh Dina. Hi. Du drehst krass. Nee, wirklich, nein, das ist es nicht. Ist auch Pornos? Nein, ich singe. Ich bin okay, nein, sorry. Da hast du deine Freundin mitgebracht? Ich bin genau. Julia F. Julia? Julia F. Julia F. Ey, wirklich, Julia F. Fresh Dina? Singer und Songwriter. Was singst du denn? Pop-Rock. Wir wollen was hören. And I feel it in my... Danke dir. Viel Spaß euch auf dem Event, ihr beiden. Ja, macht's gut. Ja, ja. Boah, nee, Fresh Dina. Digga, jetzt mal Real Talk. Fresh Tina, come on. Oh, hast du den neuen Song gehört von Fresh Tina? Der war fresh. Echt, war der fresh? Ja, ja, der ist fresh. Hör mir auf, ehrlich. Schön. Ori, 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 ori. Ich kenn dich irgendwoher. Oh. Der Mieze. Ich würde sie Mieze nennen. Mieze Schäfer. Weißt du nicht, woher? Frag heute die Leute, wie hoch... Miau. Der Bodycount. Wegmachen. Der was für ein Ding? Ja, der Bodycount. Ich muss, glaube ich, die Fragestellung anders machen, ja, hier auf dem Event. Body- mit wie vielen Personen du schon Sex hattest? Oh Gott, keine Ahnung. Ich denke so 80. 80? Ja, ist wenig, habe ich gehört. Also ich bin 40, ich habe seit 22 Jahren Sex. Ja, meine wilde Zeit hatte ich die ersten 7 Jahre. Noch zu jung. Kannst dich noch erinnern, wer der Beste war? Nee. War ja auch nicht so gut. Ich war immer besoffen, weißt du? Der ist ja wirklich diese wunderschöne... Hat Michaela... Ey, ich weiß gar nicht, ob da noch Platz für eine 81 ist. Zweitens, ich frage mich immer, ob das so ein bisschen Bluff bei der ist. So dieses, ich bin sexy, ich bin ein bisschen Nutti-Nutti, Lampe-Lampe. Ich bin eine blonde Dame. Und der quatscht sie da stundenlang zu, ne? So, in der Tat. Du siehst eigentlich aus wie ein unseriöser Fotograf. So, meinst du? Ja. Bist du hier richtig? Ich bin hier richtig. Von wem? Ich gehöre hier zum Haus. Ach, zum Haus? Ja. Ja, das Lachen. Hi! Na, wer bist du denn? Ich bin die Larissa. Ich bin Marc. Du bist der Marc. Bist du der Marc Eggers? Ey, ich bin der. Ich mag das, wenn Frauen mein Mikrofon in die Hand nehmen. Nimm doch mal in die Hand. Ich kenne ihn einfach. Ach. Wir fragen heute die... Woher kennt man die? Damen, wie hoch ihr Bodycount ist. Die Leute denken immer, es wird ein super seriöses Gespräch und dann komme ich von hinten. Jamie's Next Topmodel. Hat sie gewonnen? Nee, die war zu dumm. Sieht man noch. Nein. Boah, das ist auch gottlos. Mit der Frage. Von hinten kommt er also. Das ist das, was du liebst. Secret, secret. Was heißt denn Bodycount? Wenn man das mit jemandem schon geschlafen hat oder genau. Nur küssen? Nee. Oh, ja, wir haben's verstanden. Du machst sowas nicht. Oh, ja, ich hab's verstanden. Wenn der Sch*** reingegangen ist, Arsch zählt auch. Nee, wirklich.
Hallo. Damit kennst du dich aus? Sehr gut, ja klar. Ah, okay, ja, weiß nicht. Immer vor denen, mit dem Daumen. Ich mach mal hier. Es ist nicht viel, roundabout 12 oder so. 12? Wir sehen uns an der Bar. Hallo. Na, zu wem gehören Sie denn? Zu Julian FM Stöcke und zu Dolly Buster. Dolly Buster? Ist Dolly Buster nicht eine Schauspielerin? Die nichts verstehen, da geht das in die Charts rein. Oh, jetzt ist aber hier Stefanie. Weißt du noch? Weißt du noch? So geht's natürlich nicht. Den kann ich doch ja nicht so singen. Ich kenne den Text nicht. Eigenen Song, aber Text weiß man noch nicht ganz. Doch, den weiß ich. Jetzt einmal den Text anstimmen. Ist das jetzt die Begleitung? Nein, ich bin mit meinen Freunden da. Mit meinen Freundinnen. Aber wer ist er denn? BWL Justus? Ja, da geht er aber auch smart, charmant aus dem Bild, ne? Man muss auch wissen, wann der Zeitpunkt gekommen ist zu gehen, ne? Du bist aber auch schon? Ja. Na, 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 na. Na, 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 na. Hey, die singt doch gerade ein ganz anderes Lied. Nein, das kann ich nicht ohne Playback singen. Sie brauchen Beatbox? Ich brauche natürlich eine musikalische Untermalung. Habt immer das Playback dafür, weißt du noch? Na. Weißt du noch? Hey, ich kann das sogar jetzt singen. Gut, schade, ich dachte, jetzt kommt mal was. Okay. Ich muss jetzt mit Stöckelbärchen davon stöckeln. Ja, machen Sie das mal mit Stöckelbärchen. Okay, gut. Wie bitte? Hallo, Entschuldigung. Also gleich rappelt sie aber Fäuste, mein Lieber. Nein. Gut. Wir sind hier, um Spaß zu haben. Wir haben das auch so ein bisschen mitgesponsert. Und falls ihr... Sorry. Sorry. Läuft bei dir. Elon Musk geworden, ne? NFTs und so, ne? Ja. Welche sind die noch keine Kooperation? Ein Gottloser würde jetzt sagen, die Investoren kommen auch aus Dubai. Aber Gott sei Dank bin ich nicht gottlos. Das habe ich nicht gesagt. Interessiert sind. Hier sind, glaube ich, einige, die das Geld bitter nötig haben. Meinst du? Ja. Ich glaube, du hast auch. Wer ist das im Hintergrund? Sind, glaube ich, einige. Frage ich mich noch, weißt du noch? Die das Geld. Hä, wer ist das im Hintergrund, Chat? Weiß man das? Falls ihr welche. Gut. Wir sind hier, um Spaß zu haben. Ich habe ganz kurz ein Gesicht gesehen. Okay, ist sie schwanger? Wir haben das auch so ein bisschen mitgesponsert und falls hier welche sind, die noch keine Kooperation haben, aber an einer interessiert sind. Hier sind, glaube ich, einige, die das Geld bitter nötig haben. Meinst du? Ja. Ich glaube, du hast auch schon wieder 5 Promille, oder? Ich habe dir einfach nur nachgemacht. Wir kommen zu den wichtigen Fragen. Wie hoch ist dein Bodycount? Mein Bodycount? Was ist das denn? Die ist nix, null. Nee. Mit wie vielen Menschen du schon Sex hattest? Oh, ja, so 10. 10 Männer? Ja, würde ich so sagen. Wer war der Beste? Jermaine. Hast du sogar mit Namen? Ihr shootet gerade. Korrekt. Korrekt ist korrekt. Korrekt ist korrekt. So nämlich. Ja. Korrekt. Warte, ich lieb die Mama. Dann stören wir mal kurz. Oh, nee. Du modelst? Ja, ich model. Ja. Das sieht man. Okay, ja. Eine Augenweide bist du. Oh, danke schön. Naturtalent? Naja, ich würde schon sagen, das ist ganz gut. Model mal einmal, wir gucken mal kurz. Okay. Die Freunde, macht mal. Achtung, Elena, komm. Digga, wie kann man so eine schlechte Selbsteinschätzung haben? Ne? Also wirklich, nee. Nee, Mann. Digga, bei allem Respekt, da will die mir sagen, das ist ein Talent. Setzt ihre Sonnenbrille auf, stellt sich hier hin, nimmt die Hände in die Hüfte und macht so. Hä? Mann, bitte! Was das denn? Also wirklich. Falls einer kein Talent hat, hier hat er eins. Ja. Ich hab den Los mitgebracht, hier. Vielleicht hast du was gewonnen. Was ist das denn? Oh, jetzt bin ich aber auch gespannt. Ja. Hauptpreis ist eine Nacht mit mir. Leider verloren. Wie hoch ist dein Bodycount? Mein was? Bodycount. Was ist es denn? Mit wie vielen Leuten du schon Sex hattest? Wenig. Wenig, leider? Ich komme vom Dorf. Also ich sag mal so, man kann es an der Hand... Alle Jungs, die aus dem Dorf sind, die wissen ganz genau. Selbst auf dem Dorf. Dorf sind stille Gewässer tief. Also Dorf ist die schlechteste Ausrede, die es gibt. Wirklich.
Und abzählen. Was ist für dich? Hafer Diggy? What's that? Naja, das gibt mehr Volumen. That's you? That's me. That's you? Check das mal ab. Ich check das mal ab, ja. Kriegst du mehr Volumen in deine wunderschönen Haare? So viel Volumen wie du? So viel Volumen wie ich. Mal ein bisschen Werbung in eigener Sache für alle Leute, die das Produkt noch nicht kennen. Jedes einzelne Haar wird bis zu 20% dicker gemacht. Für alle Männer da draußen, wenn ihr dünnes Haar habt, wenn ihr an Haarausfall leidet, checkt das unbedingt mal ab. Es gibt sehr viele Männer mit Haarausfall. Ich Gott sei Dank nicht. Ihr geht duschen, sprüht es danach einfach in die Haare rein, föhnt euch die Haare und ihr werdet merken, ihr habt einfach viel mehr Volumen und dann könnt ihr eure Haare auch viel, viel besser stylen. Ihr bekommt mit dem Code DIGGA20 20%. Wirklich, checkt es mal ab. Ihr werdet mir danken danach am Ende des Tages. Wenn ihr es nicht probiert, dann beschwert euch auch nicht, wenn ihr eure Haare nicht gut gestylt bekommt. Also, erster Link, Setzmi-Produkte. Er muss auch mal, irgendwas muss ich auch mal verdienen, ne, am Ende des Tages. Ach ja, yeah, gehen wir ran an die Banane. Achtung, ich komme von hinten. Ah, ich trink doch nicht. Guck mich doch mal an, ich bin im Fitnessmodus. Wollt ihr mal sehen, wie im Fitnessmodus ich bin? Ja, zieh. Wer bist du denn? Wie alt bist du? Nee, wer du bist? Ja, yeah, I'm a DJ. You are TJ? DJ, ja. Yeah. DJ. Tick, tick und tack. Ihr drei seht echt so aus, als ob ihr zusammen gehört. Wir gehören auch zusammen. Was macht ihr Schönes? Also Sanja Lena von Temptation Island. Oh, wer kennt sie nicht? Ja. Du? Hä, und wer ist sie? Du? Ja, und du? Du bist doch. Achso, ich dachte, das bist du. TikTokerin? Ja. Jetzt machen wir einen Tanz. Stopp mal. Wie heißt ich sie? Nein. Wer kennt. Wir gehören auch zusammen. Was macht ihr Schönes? Also Sanja Lena von Temptation Island. Sonja. Ich finde Sonja ganz, 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 ganz. Da wird mir wuschig im Haar, ne? Wer kennt sie nicht? Ja. Und du? Ja, und du? Du bist das. Achso, ich dachte, das bist du. TikTokerin? Ja. Jetzt machen wir einen Tanz. Oh. Ist TikTokerin im Beruf? Nee, Krankheit. Definitiv nicht. Okay. Halt Influencer. Verdient man gut mit TikTok, Ivo? Ich schwör's dir, ich hab keinen. Ich hab nicht mal auf TikTok angemeldet, dass ich damit Geld verdienen möchte. Bruder, ich schwör's dir. Ich hab da nicht mal meine Kontodaten oder irgendwas angegeben. Aber dank für die Rose. Das bist du. TikTokerin? Ja. Jetzt machen wir einen Tanz. Oh, die Grazia hier. Jetzt kommt sie aber hier. Und wie du würdest, ja normalwürdig. Ist der dumm. Willst du mir erzählen, wenn du vom harten Tag nach Hause kommst, in dein Bett schaust und da liegt diese Dame nackig, sagst du, nee, hab Bauchschmerzen oder kannst du dir bitte was anziehen? Nein, Bruder, du würdest einen Rekord hinlegen und ich rede nicht davon, wie schnell du kommst, sondern wie schnell deine Hose unten ist, Junge. Catwalk, mach nochmal Catwalk. Komm nochmal von oben nochmal. Ja. Ja, komm nochmal einmal, das ist dein Moment jetzt. Da kommt sie, jawohl. Wie ist denn dein Name? Katharina. Das ja. Nein, was machst du hier? Ich bin als Assistentin. Der Unseriöse ist schon wieder. Der Unseriöse. So. Ja. Die ist Model, vielleicht mal ein Foto machen. Mal ein Foto machen, das Model. Mal anderes Bein nach vorne, andere Bein. Ja, bisschen Hüfte eindrehen. Ja, hier, reindrehen die Banane. Raus die Banane. Ja. Mein Bodycount, ich hab's irgendwann mal aufgehört, mit 18 Jahren habe ich mal aufgehört zu zählen. Aber 18 hat die doch nie mal Sex gehabt. Doch, ich habe mit 40 schon Sex gehabt. Ja, das war eine kurze Nummer auf jeden Fall. Bekannt für die kurzen Nummern. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, so ungefähr, ich weiß nicht, aber ich schenke mal schon so 150. Würde ich schon sagen. 150. Ich lasse es unkommentiert stehen, ja. Was soll ich dazu jetzt einen dummen Spruch bringen? Nee, Bro, was sagst du denn ehrlich jetzt, Bro? Achso, mal fragst du mal immer so 150. Gut. Eure Meinung zu 150? Sei ehrlich, hast du eher mehr? Jungs, ich werde das niemals leaken. Wirklich. Vielleicht sind es viel weniger, vielleicht sind es auch viel mehr. Vielleicht bin ich auch Jungfrau. So nämlich, Chat. Ja, fotografier mal die beiden, die befummeln sich gerade. Mach mal ein Foto jetzt. Ja. Ui, und der Freund steht im Hintergrund und macht auch fleißig Bilder. Wie hoch ist dein Bodycount? Ist er eigentlich recht hoch, muss ich sagen. Ja, wie hoch ist recht hoch? Also, wie hoch? Na, dann müsste ich jetzt so bei 1, so bei 2 Meter 2. Nein, der Bodycount. Achso, Mensch, sag das doch dann. Mensch, jetzt. Hä? Was labert die denn? Boah! Bodycount einfach 2 Meter.
Ich glaube, die hat Schwänze addiert. Mann, Moritz, Digga. Digga. Moritz, komm, Junge. Lass die Scheiße. Moritz, lass die Scheiße, wirklich. Komm, wegen diesem jungen Mann sind heute alle hier tatsächlich. Absolut, ja. Stell dich mal ganz kurz vor, weil ich glaube, viele meiner Zuschauer kennen dich gar nicht und wissen gar nicht, wie es zustande kommen kann, dass du hier so ein Riesen-Event auf die Beine stellst. Ja, absolut. Also wie gesagt, ich habe mich von oben nach unten gearbeitet, Von hinten kommt er also. Vor einem Jahr oder vor zwei Jahren mit einem ganz kleinen Event mit 100 Leuten was gemacht. Heute sind 1500 Leute da, ist unglaublich. Die Frage, die ich heute stelle, wie hoch... Hä, und wer ist er? Knossi. Knossi im Prime. Knossi in seiner Prime. Prinz Markus? Ja, das ist zum Beispiel Spassi. Wie hoch ist dein Bodycount oder besser gesagt, mit wie vielen Frauen hattest du schon Sex in deinem gesamten Leben? Also, ich war ja irgendwann bei 500 gewesen, aber mittlerweile bin ich bei 518. 518? 518, genau, ja. Aber ich habe jetzt meine Traumfrau gefunden, dementsprechend, da kommt nichts mehr dazu, ja. Wie viele davon mit Verhütung? Wie viele davon ohne Verhütung? It's a load to get under, you're stuck in the middle, and the pain is done, too hard to get over. Wegen solchen Leuten bin ich hier. Okay. Yay! Die auch mal was können. Ja, nice. Ja, dann siehst du Francesco wieder zugucken auf der Bühne. Also ihr performt zusammen. Genau. Du hast dich gerade noch reingemogelt ins Bild, habe ich gesehen. Das sind die, die nichts können, aber auch mal gesehen werden wollen, ne? Nein. Dann hör auf mit der Scheiße hier. Hallo, wer bist du denn? Hanna. Hanna? Annika? Hanna Annika, genau. Ach, Hanna Annika. Und wer bist du? Ich bin der Marc. Mit wie vielen Männern hattest du schon Sex in deinem Leben? Das ist eine gute Frage. Soll ich lieber Hanna fragen oder lieber Annika? Ich weiß es nicht. Woher kennt man dich? Adam sucht Eva. Berlin. Du warst nackt, Digga? Volles Ballett. Wirklich? Aber 100%. Und es war richtig gut. War die beste Erfahrung, die ich machen konnte. Wirklich jetzt? Ja. Du hast da komplett blank gezogen. Ja. Ich würde es ja auch machen, wenn ich mein Schniepi so klein werde, Digga. Ich kann mich nicht blamieren vor der ganzen Nation. Nee, ich glaube... Hast du dir gedacht, scheißegal, ne? Wie viele Frauen hattest du schon im Bett in deinem gesamten Leben? Ja, ich bin schon ekliger gewesen, also ich war schon so bei... Aber wie eklig ist der? Cool. Timeskiller, danke für die Sub im ersten. Ich bin eklig, so über 200. Ja, bestimmt. Oh, so ein ekliger was. Ich bin 34, ich hab Vollgas gegeben. Was machst du denn? Ja, auch so ein bisschen Social Media, ein bisschen TikTok, so nebenbei. Mit mir ist gefährlich, ne? Ja, ich kenne deine Videos so, Marc, ich brauch's mir nicht haben. Das ist echt, wollen wir so machen? Du gehst schon mal rein, ich frag sie. Nee, lieber nicht. Nee, lieber nicht, okay. Die heutige Frage ist, wie hoch ist der Bodycount? Warte, weißt du es, wie hoch er bei ihm ist? Oh, nee, ja. Er hat einiges schon geknattert. Schwierig. Jemand, der so gut aussieht. Mit geleckten Haaren. Ein bisschen, ja. Das... Pass auf, du tippst einmal. Boah, ist das unangenehm. Boah, ist das unangenehm. Boah. Was glaubt ihr, sagt euch dieser Blick? Das hat noch ein Nachspiel. Das hat ein Videoassistent-Chat. Boah, das hat ein Videoassistent. Glaubt mir. Ja, tipp doch mal, Schatz. Boah, komm. Keine Ahnung. Tipp doch mal. Ich schwöre es euch. Ab diesem Moment müsst ihr lügen. Ihr müsst liegen, bis dieses Schiff untergegangen ist. Lügen. Weil es gibt Safe Stress. Er muss lügen. 20? Das hatte der letzten Monat. Also ich hoffe nicht. Wir sind schon ein paar Monate zusammen. Du tippst ihren Bodycount? 3. 3? Du bist der Dritte? Das gute Gefühl, eine nehmen, die noch nicht so viele haben. Also ab 40 haben wir aufgehört zu sehen. Was habe ich euch gesagt? Wow! Wow! Und da geht auch die Beziehung einen Bach unter. Wow! Oh, glaubt mir, dieses Wow. Keine Zukunft. Gefühl, eine nehmen, die noch nicht so viele haben. Ja, also ab 40 hat man aufgehört zu zählen. Wow. Oh. Boah, dieser Blick.
eine nehmen, die noch nicht so viele haben. Ja, also ab 40 hat man aufgehört zu zählen. Oh, die Trennung ist gemacht. Ey, du hast einen Freund. Nee. Aber wer ist der Typ, der mal alles zahlt? Nein. Nein, nein, nein. Heute nicht. Nein. Heute mal nicht. Aber wer ist denn der Typ? Du hast doch so ein Liebesvideo gemacht. Naja, ist ja eine Dienstreise gewesen, so wie eure. Wie hoch ist dein Bodycount? 4. 4? Ja. Nicht verscherzen bei den Kollegen. Meine Kollegen mögen mich. Ich mag dich auch. Ich kenne dich schon ganz lange, ne? Ja, ja, wir kennen uns lange. Ja. Nein, auch du wieder mit dem Geld. Der Matsu schreibt Capstore. Der schreibt einfach Capstore. Gelben Hemd hier. Signalfarbe. Ah. Ja, man kennt sie, ne? Man kennt sie, unsere Schlagersängerin. Ja, ja, sie sind bekannt. Jetzt habe ich das schon. Die rote Sonne aus Barbados. Wir haben gute Laune. Wer bist du? Yvonne Wölke, Schauspielerin. Ich frage die Leute heute, mit wie vielen Personen sie schon Sex hatten im Leben. Ah. Im Leben? Oh, ich glaube nicht so viel leider. Ich denke mal so 15. 15, also an der Optik liegt es nicht bei dir. Dankeschön. Welchen Verein bist du? YouTube. Jetzt erstmal alles richten. Was möchtest du denn wissen? Ja, ich wollte mal fragen, mit wie... Wer ist denn das? Verein bist du? YouTube. Jetzt erstmal alles richten. Was möchtest du denn wissen? Ja, ich wollte mal fragen, mit wie vielen Menschen du ihr Leben schon Sex hattest. Willst du mich verarschen? Gut, 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 gut. Du bist hier Security? Ja. Auf was passt auf? Auf euch. Auf uns? Ja. Sie meinte, ich soll dich fragen. Naja, sie wirklich. Geh mal zu meiner Freundin, die plaudert. Weißt du, wie man sowas nennt, Chat? Wisst ihr, wie man sowas nennt? Ein Puma. Ein Puma! Da gerne drüber. Was sind deine Interessen? Möpse. Möpse, die Hunde? Ja. Ja, sind süß, ne? Zwei. Ja? Ja. Mimi und Carlos. Ja? Ja, wirklich. Grüße an Mimi und Carlos. Die heißen wirklich Mimi. Wie heißen die beiden? Haben noch keine Namen. Du kannst ihnen gerne ein paar Namen geben. Ja? Ron und Marc. Wie? Ron und Marc? Ron und Marc. Okay, Ron und Marc. Hallo, Ron. Ron, kommst du denn her? Aus Wien ursprünglich. Puma. Nee. Ja, das ist echt nicht. Ich liebe Wienerin. Echt? Oder sagst du es nur so? Nein, 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 das sage ich nicht nur einfach so. Ach ja. Bist du denn Single? Ah, vielleicht. Vielleicht? Ja. Bist du denn Single? Ich bin Single für dich. Ja. Echt? Für mich? Die ganze Nacht lang. Von hinten kommt er also. Welt voll Sonnenschein. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Wie kann man das Video besser beenden als hier? Am Red Carpet. Ne? Es war einiges los heute. Gebt dem Video wirklich gerne mal einen Daumen nach oben. Wenn ihr Bock habt, dass ich mehr solche Veranstaltungen besuche, checkt unbedingt die Setzvi-Produkte ab. Erster Link unten in der Infobox mit dem Code Digga20. Digga, wild, wild. Marc macht super Videos. Marc macht super Videos. Und da wiederhole ich mich, der macht die besten Videos.